Meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder hier zurück zum Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer zusammen mit dem Klicky von ClickMic. Hallo, hä? Sie sagen immer von Sachsen Let's Player, was ja auch ganz klar ist, und dann kann ich ja sagen von ClickMic. Sie haben auch einen eigenen Kanal. Ja, aber da ist nicht ClickMic. Da ist, glaube ich, der ClickMic. Nee, da ist MicClick. Dann halt MicClick. Von mir aus. Wir fahren zusammen nach Nürnberg, also nicht zusammen. Ich starte von der grünen Hölle. Und damit meine ich jetzt nicht diesen Rennsteig da, sondern Duisburg. Und, weil bestimmt ist es in Duisburg auch grün, ich weiß es nicht. War dort noch nie. Na, sehr viel, aber nicht. Sehr viel nicht, sagst du. Ich habe dort die beste Leutestelle ever. Außerhalb? Nee, eine riesen Sackgasse. Und auf dem LKW ist von der eine Straße rein und raus. So gut. Oh, wir sehen mal zu, dass wir hier aus Duisburg halbwegs unbeschadet rauskommen. Ich guck mal, wo mich das Navi hinlenkt. Jo, ist sehr gut. Ara, Rira, Rutscha. Ist halt wieder typisch nicht deutsch. Selbst in der Stadt zu dumm sind zum Fahren. Schön, wie das alle immer erst raussuchen müssen, wo sie abladen. Oder wie sie abladen. Kompliziert oder Ding. Ich glaube, die wissen gar nicht, dass es die Option gibt, dass du das auch fertig auswählen kannst. Dass das immer so ist. Wahrscheinlich sind aber auch einige Abladestellen einfach zu schwer für gewisse Leute. Das kann in dem Fall auch so sein. Aber die werden sich jetzt bestimmt wundern, hä? Das ist einfach reingefahren. Wie kann das sein? So steht sein Trailer schon da, der hat ja nichts angenommen. Ist das hier direkt ein fester Spediteur? Das war der erste. Kriegt da hier immer seine Aufträge? Ja, ja. Viele werden die Option nicht mal kennen, dass du das einstellen kannst. Deswegen. Einmal hochladen bitte die Dinger. Obwohl, immer hatte ich es gehabt, das stand halt einer. Irgendwo und hat halt alle blockiert. Und Admin hat so geschrieben, move, ne? Und er schrieb so, was schrieb der? Low. Er hat ja nicht genug Druckluft, ne? Achso. Also low. Was hat er denn geschrieben? Low? Low Power oder irgendwas? Low PSI wahrscheinlich oder so. Oder irgendwie sowas, ne? So zack, gekickt. Ja, aber letztendlich fährst du da nur real. Er hat halt viel zu viel gebremst, würde ich sagen. Das würde ich mal auch so behaupten, ne? So, er jagt mich natürlich vorne rum, ne? Er jagt mich vorne rum. Wollen wir uns das antun? Wollen wir das mal live im Let's Play sehen? Ich weiß nicht, Ich muss erstmal heraus. Köln, Innenstadt, ist ja, wie es ist. Das ist richtig. Ich weiß, wie es ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, ich speichere hier sicherheitshalber mal zwischen, weil falls uns gleich wegbumst, können wir hier unser Autosave in eine Collision Area laden. Und dann fahren wir andersrum, aber wir versuchen es einfach mal. Weil... Wer nichts wagt, der nichts taugt. Oder irgendwie sowas in der Art. Du bist so mutig. Ah, ja. Allerdings, wenn ich mir die FPS auch hier angucke. Das liegt dann beim Low-Rechner. Das wird sein. Das steht aber auch schon vorne auf der Verpackung drin, dass du das, wenn es geht, nicht mit einem Dual-Core spielen kannst. Du musst immer auf die Leute hören. Genau, ich geb dir halt Leute Dual-Core. Achso, stimmt. Du hast ja gar kein Dual-Core mehr. Du hast ja Pentium 2. Genau. Ich hab ganz aufwendig zurückgerüstet. So, jetzt ist es erstmal hier. Nacht? Ja, Nacht ist es auf jeden Fall. Jetzt ist es mir eine Aufgabe, aus der Firma rauszukommen, denn Playboy 1992 Germany blockiert nämlich erstmal, der gute Playboy. Da muss ich ihn erstmal richten, auf die Seite legen, dann geht's weiter. Der junge New Hefner aus Deutschland, wie man das schon so nennt, man ihn. Playboy 51. You Hefner. Sehr gut. Weißt du, hast einen Hefner? Ja. Dann weiß ich, wohin ich gehe, wenn ich ein Bier hab. Ja. Wo hängt's denn hier? Ich kann eh nur 90 fahren, ne? Ich hab ja extern. Ich muss ja irgendwas suchen, ich hatte schöne Aufträge. Ich hatte Beton, ich hatte riesen Teile und ich konnte sie alle nicht nehmen. Aber wir treffen uns, wie gesagt, in Nürnberg. Genau, ich werde sowieso trotz all dem später kommen wie du. Weil ich muss mich erstmal hier durchstehen. Danke fürs hinten drauffahren. Ist denn das so schwer zu bremsen mit 10 km/h?
Hat also, vielleicht geschlafen oder hat aufs Handy geguckt? Eins von beiden wird's gewesen sein. Lässt du mich rein? Ne, Türke natürlich nicht. Eiskaffee in Dosen. Haben wir wieder auch richtig, sehr gut. Ein Rosa, der macht es über den Bürgersteig. Stell dir mal vor, 21 Tonnen Eiskaffee. Da kommst du eine Weile hin, oder? Da komm ich eine Weile damit hin, würde ich sagen, ja. Was zu Stokes? Zu Stokes? Was ist denn hin? Ich auch. Na süße. So, mal gucken, wie lange es dauert, bis sie mich links und rechts überholen, weil jetzt nicht einzeln zu warten. Also die stehen schon mal vom Service Point bis vorne zur Kreuzung komplett. Wie viele Kilometer hast du denn von da aus? Von Duisburg habe ich ausgesehen 519 Kilometer. Also ich bin bei 417 jetzt. Ja. Bin ich die 874? Ja, bin ich wirklich in der Tat. Weiß nicht, wurdest du schon reported, wa? Ich wurde gefragt, ob ich es wirklich bin. Admin warning, you are kicked from the server. In 3, 2, 1, Da haben wir einen ersten, der sich vordrängelt. Sehr gut. Das ist einer, wenn sowas kommen würde hier. Your computer shut it down in 3, 2, komplett ausgebuddelt. Nur weil ich ETS gespielt habe. Der Stefan 113. Jetzt hängt er bei mir dran. 113 ist seine ID oder? Nee. 113 ist der Name. Stefan 113. ID 1293. Ja. Komisch, das kann ja jetzt kein Geburtsdatum sein. Und ich glaube nicht, dass es der Alter ist. 113 ist eigentlich so die Sperrnummer. Ach ne, ist die 116 für Kreditkarten. Also siehst du wieder die komplette Dummheit. Ich wollte es halt auch einfach mal im Let's Play haben. Ihr seht hier die komplette Dummheit von sehr vielen Leuten. Ich werde nicht sagen, dass das alle so sind, aber sehr viele halt. Wisst ihr, und das meine ich halt, ne? Ihr habt hier Türki, das ist ein Deutscher, aber der ist genauso dumm. Aber also, Türki ist in der Truthahn. Ja, unter anderem. Lässt der mich rein? Lässt du mich rein? Lässt du mich nicht rein? Ne, lässt mich nicht rein. Wer vorher fort schon der Pole fährt, wird auf der Gegenfahrspur. Ist ganz klar. Livestream weg, genau. Aber so wie du fährst, nimmst du eher dein eigenes Bandmaterial auf, würde ich sagen. Das wäre das Geilste, Alter, wenn die Leute da drüber gucken würden, Alter. Scheiße verhalten, gebannt. Eigene Beweise aufgenommen. Der Pole lässt mich schon mal nicht rein. Okay, dann müssen wir halt warten. Nützt ja nicht. Da könntest du alle bannen. Durch die Bank, Hornspam und umleuchten an, obwohl es verboten ist. Ja, aber nur in Duisburg, ne? Nur in Duisburg, ja. Der nächste, der sich vorbeidrängelt. Fährt auf Bürgersteig. Und der nächste, Hara Logistik. Drei Halbmonde um als Bild. Muss auch irgendwo von da unten sein. Das ist doch einer von der Dschihad hier. Das kann sein. Ja, die müssen auch ihr Geld verdienen. Naja, oder? Ja, die Poller. Ich dachte, die sind im Ruhestand. Die machen ja auch hier die Kreuzung dicht, ne? Dass auch die von vorne kommen, hier links abbiegen wollen, nicht durchkommen. Die verursachen den Stau wirklich ja alle selbst verschuldet. Immer zuerst, die wollen immer zuerst. Das ist aber das, es ist im russischen Straßenverkehr genau dasselbe. Ne, das meine ich ja. Also wenn du Student bist und irgendwie Verkehr irgendwie studierst, ne, kannst du heutzutage alles studieren. Ach, da lässt mich rein, sehr freundlich. Das ist hier ideal. Weil du hast hier reale Gegebenheiten. Kannst du es verhalten? Ja, so. Das Verhalten ja von Massentierhaltung oder so, das ist doch genau dasselbe wie Straßenverkehr. Die bewegen sich ja alle in der Masse irgendwie vorwärts und jeder will der Erste sein. Richtig. Das ist halt wirklich wie auf der normalen Straße, wenn es steht und rechts stehen schon überall LKWs, da fahren die halt links dran vorbei, obwohl Überholverbot ist. Ne? Und dann regen sie sich noch auf, warum sie die vorne nicht reinlässt, weil die Spur dann gesperrt ist. Aber die können sich genauso anstellen wie jeder andere auch. Deswegen wird da auch keiner reingelassen. Und wenn da jemand sagt, ja, Reißverschlusssystem, ja, mit PKWs. Aber wenn schon ein Kilometer oder zwei Kilometer schon LKW-Überholverbot ist, hat da nicht dran vorbeizufahren. Das ist richtig.
Ja, das ist einfach so. Und können sich aufregen, wie sie wollen. Ich lasse da keinen rein. Aber dicht an dicht dann gefahren. Und das ist gut. Hm. So, da wollen wir schon mal tanken hier. Und da habe ich noch 319 Kilometer. Ich habe eine Fliege in der Bude, sehe ich gerade. Scheiße. Tja. Ich muss sagen, umso mehr man Computerausrüstung hat, umso beschissener ist das, wenn du eine Fliege in der Bude hast. Wieso? Ja. Achso, kannst du damals so dagegen war das so, ja, beim Laptop einmal frei, weißt du? Den hast du zugeklappt, da konntest du überall drauf rumschlagen. Ja? Da hat sie nichts. Ja, einfach zack, oben drauf, buff, und hier Bildschirme, da kannst du nicht drauf einschlagen. Dann hast du hier die Halterung vom Mikro, da setzt sie sich drauf. Da kannst du auch nicht drauf einballern, da kommt hier ein Geräusch rein, also, da hebt sich da jemand vom Stuhl. Ja. Da denkst du, bei mir parkt ein Schiff im Wohnzimmer. Aha. Das kannst du ja auch nicht machen, deswegen, das ist einfach. Das ist Mist. Dabei habe ich so eine schöne Fliegenklatsche. Als ich den, den Müll ans Fenster geklebt habe, hab ich auch Ruhe. Ah, ne, gut, sowas hab ich nicht. Lohnt sich für mich nicht. Das ist ja, wenn ich dann die ganze Woche weg bin, da hab ich ja die Fenster auch meistens zu. Oder da sind die zu. Weil, das ist ja nicht die ganze Woche das Fenster auf. Das ist ja eine Einladung. Hm, hm. Na, und dann musst du sehen, wenn es warm ist, die ganze Woche. Na, dann kommst du Freitag heim, da ist ja so eine Bullenhitze drin. Hm, hm. Das ist ja genauso dämlich. Da brauchst du auch keine isolierten Fenster. Das Fenster auflässt. Ach ja. Spät haben wir es denn überhaupt hier drinne? 0.18 Uhr, ne? Es bleibt noch eine Weile dunkel. Ja. Bis zum Ende des Let's Plays glaube ich nicht, dass wir die Sonne sehen. Na. Ich weiß ja nicht, wie es die Zuschauer so, was sie davon halten. Wir können ja auch mal, wie gesagt, es gibt ja dieses Heavy-Zeug auch im ATS. Hm. Dass wir da einfach eine Woche mal fahren. Auch wenn da keiner ist, aber es gibt ja, die Leitungen sind ja schon anders da als wie die hier. Es gibt ein paar Übereinstimmungen mit diesen Kabeltrommeln und sowas. Hm. Aber es gibt ja auch so komische Hänger, die haben ja, sind ja hinten nochmal geteilt. Ja, ja, habe ich im Livestream gesehen. Also da hast du vorne im Endeffekt einen Drehschemel, nenne ich es mal. Dann kommen die Auflagefläche, wo die Ware drauf steht, und dann hast du zum Beispiel bei dem Transformator, den du da hast, hinten nochmal ein Drehschemel. Ja. Das ist, hoi, da habe ich mich so, die erste Ware, die ich da eingepackt habe, habe ich mir gedacht, scheiße, ich habe geübtes Parken an. Das war so eine Qual, weil hinten dreht es dann ja anders wie vorne und alles, weißt du? Und am Ende habe ich gesehen, das war einfaches Parken. Das war nicht mal geübtes. Da hatte ich schon meine Probleme so damit. Ja, aber das war halt vielleicht dumm, weil ich sag mal, selbst Livestream, ich weiß nicht, wie viele Leute zugeguckt haben. Bei ETS haben glaube ich so 140, 150, bei ATS so 100 und die drüben. Oh, na gut, dann muss ich ja sehen, ne, wie viele gucken die Videos, da ist ja nochmal ein Unterschied. Da ist vielleicht, also da hat es über der Hälfte nicht gesehen. Und ja nicht beim Livestream dabei war. 3er Unfall, 4er Unfall, jetzt kommt der 5er nachher, schabbelt er noch mit rein, nein. Er hat noch die Warnblinkanlage bekommen. Einer fährt rückwärts. Das ist immer ganz gut im Stau rückwärts zu fahren. Und Non-Spam ist mit en masse. Naja, seht Freunde, wir stehen jetzt hier seit 13 Minuten. Wir haben Duisburg noch nicht verlassen. Wir fahren aber auch langsam, halten sehr viel Abstand, auch wenn sich dann sowas wie Olga Özier mit seinem Auto vorne reindrängelt. Hier ist auch einer AFK. Kann das sein? Steht dass halt die Server mal irgendwie leichte Probleme haben? Ja, ja. Weil ich verstehe nicht, warum habe ich ein 144er Ping? Hier ballt sich halt alles. Ja, es ist, kommt alles von Duisburg, würde ich behaupten. Hier sind viel zu viele Leute auf jedem Fleck. Ich bin doch schon viel weiter weg. Ist doch egal, kann sich doch trotzdem auf den ganzen Server auswirken. Ich bin jetzt unterhalb von Frankfurt. Kann sich trotzdem auf dem ganzen Server aufliegen, wenn, was weiß ich, 1000 Leute alleine nur in Duisburg rumhocken. Mal jetzt übertrieben. Hm. Die stehen. Hey. In komplett Duisburg stehen die drinne. Plus der ganze Service Point noch. Bleib im 144er P. Ich hab. Nein, du mir was hab ich denn? Ich hab in 149er Ping. Das haben aber viele. Das ist ja nicht normal.
Nee, das ist also richtig. Normalerweise immer unter 30. Richtig, aber wir haben viele. Immer. Wenn ich mir hier angucke, ich habe jetzt 160, da vor mir 140, dann mal ein 50er, dann ein 200er, 100, 200, 100, 200, 300. Boah. Aber ab 100 sagt man eigentlich, hast du schon minimale Lags, ne? Ja, ja, minimal. Na ja, gut, hier so die FPS im Arsch, davon abgesehen. Es geht zwar, aber ist halt auch nicht so das Wahre. Jetzt drängelt sich ja noch Leute machen Manuski-Keck, ne, der kam jetzt gerade von der Landwirtschaftsmesse, wie das aussieht, weil das rechts über die Wiese jetzt fährt er jetzt hier rein. Und drängelt sich jetzt hier rein. Ja, Hauptsache oben. Fährt er nochmal rückwärts, ich weiß zwar nicht warum. Naja, da kommen wir da in der Ding. Das siehst du halt, sind gerade wieder. Wir haben jetzt Sonntag 18.10 Uhr. Ne, für euch, wenn wir das hier aufnehmen. Hier sieht nichts nach Edmund aus. Mhm. Nix Edmund, die können ja machen, was sie wollen. Es sind mehr LKWs auf der Wiese wie auf der Straße. Aber ich glaube, die Folge ist eh gleich vorbei, oder? Richtig, richtig, richtig. Beziehungsweise die ist schon vorbei. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Die Woche ist Stauwoche, würde ich sagen. Und in dem Sinne dann bis übermorgen. Tschüss. Tschüss.